Heute möchte ich dir empfehlen, einen YouTube-Kanal zu starten. Und in diesem Video erfährst du, warum es nach dem Abitur so eine geile Möglichkeit ist. Willkommen zurück, Abiturathleten, hier ist Leo und heute, <laughs> heute geht es mal darum, warum du meiner Meinung nach nach dem Abitur und eventuell schon während der Oberstufe definitiv, definitiv einen YouTube-Kanal starten solltest. Und zwar hat das einen ganz Einfachen Grund. Bisher, was heißt bisher, aber bis vor fünf bis zehn Jahren war der klassische Weg, einen Beruf auszuführen, mit dem man vielleicht auch ähm, gut Geld verdient und mit dem man Spaß hat und so weiter, immer über ein Studium oder eine Ausbildung. Aber nach dem Gymnasium vielleicht eher ein Studium. Das bedeutet, du hast immer die Schule gemacht, hast dann ein Studium gehabt und hast dann einen klassischen Beruf gemacht. Aber das ist ja auch gut so, das kann man auch immer noch machen. Nur wird diese Variante deswegen von vielen Eltern, Lehrern und so weiter noch so stark empfohlen, wenn nicht sogar vor allem erwartet, weil eben die Möglichkeit über YouTube oder eine andere soziale Plattform seinen Beruf aufzubauen, es einfach noch nicht gab und. Diese Möglichkeit hat so viele Vorteile, deswegen will ich euch einfach nur sagen, dass nur weil alle älteren Personen, die diese Variante noch nie erlebt haben und selbst auch nicht durchgeführt haben, dass es klar ist, dass die davon nichts halten werden oder es nicht verstehen werden, erst recht nicht empfehlen werden und dass die von dir wollen, dass du eher studierst und so weiter. Und es spricht auch nichts gegen ein Studium. Das Entscheidende ist nur, dass du nicht studierst, weil es deine Eltern erwarten. Das ist das Entscheidende. Deswegen lasst uns über YouTube-Kanal sprechen. Das gleiche gilt übrigens genauso für eine Instagram-Seite oder für Musicali oder für Snapchat oder was weiß ich. Aber ich möchte ein Beispiel von YouTube machen. Was dir YouTube und die ganzen anderen sozialen Plattformen ermöglichen ist. Du hast irgendeine Leidenschaft von dir. Und das kann alles sein. Das kann absolut alles sein. Es kann jetzt in meinem Fall Abitur sein, das kann in deinem Fall ähm, Reiten sein, das kann in deinem Fall ähm, Fußball sein, das kann Reisen sein, das kann keine Ahnung Wein sein, das kann Teetassen sein, es kann alles sein, okay? Es kann einfach alles sein, das ist das Geile. Es kann alles sein, weil so oft haben wir irgendeine Sache, die wir ganz cool finden in unserem Leben, ja, aber es ist nur so ein kleines Hobby und ich. Dann muss ich mir einen vernünftigen Beruf suchen, wo es einfach nicht, auch nicht so Unmengen an Auswahl gibt. Und die eine kleine Sache, die vielleicht für mich so unique ist oder die ich vielleicht geil finde, die vielleicht so richtig meine Leidenschaft ist, das bleibt halt so ein Hobby. Und das ist ja eigentlich super schade, dass du dann den großen Teil von deinem Leben mit einer Sache verbringst, die dir vielleicht auch Spaß macht, die du vielleicht auch cool findest, aber die nicht hundertprozentig deine Leidenschaft ist und du die Sache, für die du richtig brennst, nur so ein bisschen nebenbei machst. Und deswegen wäre es ja viel schöner, wenn du diese Leidenschaft zu allem in deinem Leben machst, du hast ähm, Arbeits-, Berufstechnisch, natürlich hast du auch noch andere Lebensbereiche, aber dass du deine dein, ganze Energie da reinsteckst und das eben groß machst. Und das ermöglicht dir YouTube oder auch Instagram vor allem. Weil du auf einmal einfach anfangen kannst, über ein Thema zu sprechen oder im Falle von Instagram auch einfach zu schreiben und das offen mit der Welt zu kommunizieren. Und für uns ist das so normal. Für uns ist das normal, ja von mein Handy raus, mache ein Instagram-Account, mache einen YouTube-Channel, brauche vielleicht noch eine Kamera und dann fange ich einfach an. Dass das geht, ist für uns vollkommen normal. Aber wie unfassbar krass diese Möglichkeit ist, raffen wir gar nicht. Weil wie war es vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren gab es noch kein YouTube, es gab auch kein Instagram und wenn du da Leute erreichen wolltest mit dem, was du gemacht hast, musstest du eigentlich ins Fernsehen. Und um ins Fernsehen zu kommen es war so ein weiter Weg, es hat so viel Geld gekostet, quasi unmöglich. Und heutzutage kann jeder von seinem scheiß -Handy einfach eine Instagram-Seite erstellen, einfach einen YouTube-Channel starten und du kannst einfach anfangen und kommunizieren. Und natürlich sind da auch nicht schon Tausende von Abonnenten da, sondern das muss man sich aufbauen, das ist logisch, aber du hast die Möglichkeit dazu. Und das ist, was so viele nicht raffen. Und dann ist immer wieder die Sache: Ja, aber auf Instagram und YouTube, das, das machen doch alle, das gibt es doch alle schon. Nee, gibt es nicht. Und vor allem, vielleicht nicht zwangsläufig mit deinem Twist. Und wenn es gewisse Dinge schon gibt, kannst du sie immer noch besser machen. Beispielsweise kenne ich keinen klassischen Abiturcoach auf YouTube. Es gibt einige Leute, die schon was für Schüler machen. Es gibt Leute, die machen Motivationen für Schüler. Ähm, es gibt verschiedene Videos und so weiter. Aber ich kenne niemanden, der sagt, ich bin nur für Leute in der Oberstufe und Abiturienten zuständig. Nur für die, für niemanden anderen. Und... Deswegen habe ich auch einfach in den letzten eineinhalb Monaten einfach schon bald 3000 Abonnenten aufgebaut, weil es einfach sehr gut funktioniert, wenn du wirklich eine Sache erstens sehr, sehr gut machst und gleichzeitig eine sehr, sehr klare Positionierung hast. Und deswegen, wenn du es schaffst, mit deiner Sache, die du unbedingt machen möchtest, es entweder besonders gut zu machen, noch besser als das, was, wie es die Leute bisher machen, oder du es einfach ein bisschen anders machst, als wie es bisher gemacht wird, oder du vielleicht sogar was komplett Neues hast, dann kann sehr gut funktionieren. Und das entscheidende bei dieser ganzen Überlegung, oh, kann ich das schaffen und äh, ich und ich weiß nicht, ob das funktioniert und so weiter. Lass euch da eine Sache sagen, da habe ich jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung darin. Es kann sehr viel wahrscheinlicher funktionieren, als du denkst, aber es wird sehr viel anstrengender, als du dir aktuell vorstellst. Weil warum sage ich das? Ich glaube, wenn man jetzt so große, klassische YouTuber ähm, anschaut, denkt man sich so, oh wow, die haben einfach nur eine Million Abonnenten und dann machen die einmal in der Woche ein Video und dann ist es ja total einfach und pff. so. Das ist so ein bisschen, finde ich, das, was man sich vorstellt. Und das ist so total easy wäre. Aber es ist nicht easy und genauso denkt man sich aber dann von denen, oh, uh, das sind aber irgendwie besondere Menschen oder so, ich, könnt, ich, ich kann das nie erreichen. Und genau beide Sachen sind einfach falsch. Erstens arbeiten fast alle YouTuber sehr, sehr hart daran, an dem, was sie haben oder sie haben sich zumindest sehr hart aufgebaut. Kann sein, dass sie dann ein bisschen ähm, entspannter werden, sich nicht mehr so viel Mühe geben. Das kann sein. Aber auf jeden Fall, Erfolg auf YouTube ist auf jeden Fall immer noch eine Arbeitssache und genauso kann es einfach für jeden passieren. Das bedeutet, wenn du langfristig mit gutem Content deine Sache machst, ist einfach sehr, sehr gut möglich, dass es auch in deinem Falle passiert. Da sollte man selbst nicht sich limitieren, in dem oh, bei mir kann das ja nicht passieren. Und deswegen ist wirklich das Allerwichtigste, aller dass du einfach damit anfängst. Fang einfach damit an. Auch wenn du selbst denkst, oh, das wird eh nichts, fang einfach nur mal an. Auch wenn du Angst davor hast, oh, was denken andere Menschen von mir. Fang einfach an. Das Allerentscheidendste ist, dass du erstens den Kanal einfach mal anfängst oder die Instagram-Seite einfach nur erstellst und dann entweder dein erstes Bild postest oder dein erstes Video hochlädst. Und wenn du das gemacht hast, bist du schon so einen Riesenschritt gegangen. Und wenn du dann es schaffst, Konstant zu bleiben, stehen deine Chancen sehr, sehr gut. YouTube ist noch lange nicht tot, das kann nicht jeder, aber wenn du, wie gesagt, entweder was anderes hast oder was besseres, dann steht, steht dir auch noch der, der Weg komplett offen. Und hört auf zu versuchen, gleich perfekt zu sein, gleich das so professionell zu machen wie die ähm, größten YouTuber. Schaut euch bitte mein allererstes Video an. Es wurde auf dem Vorgängermodell von diesem Handy gefilmt. Kein Mikro, keine Kamera, gar nichts. Einfach nur richtig schlechte Qualität auf dem Handy. Ich habe es sogar auf Englisch gemacht, weil ich einfach dachte, ich kann so mehr Leute erreichen. Ähm Und ich habe einfach angefangen. Es war noch während der 12. Klasse. Ich sage es euch: da gibt es gut Hate, da gibt's, wird auch viel gelästert hinter dem Rücken, was ich gar nicht so krass mitbekommen habe. Aber fangt einfach nur an. Und wenn ihr das dann macht, dann versteht ihr mal, wie der Prozess wirklich ist. Weil, das sage ich immer wieder bei Dingen, wenn man Dinge ausprobieren möchte. Wir haben immer nur eine Vorstellung davon, wie eine Sache ist in unserem Kopf. Und auf Basis von dieser Vorstellung bewerten wir, wie gut die Sachen sind. Aber erst wenn wir die Sachen machen, verstehen wir wirklich, wie sie sind, was meistens nicht hundertprozentig so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Ob es positiv oder negativ ist, kommt auf den jeweiligen Fall an. Aber du verstehst es erstmal und kannst dich dann auch verbessern. Du verstehst, was du überhaupt machst, du verstehst, was es überhaupt bedeutet, einen YouTube-Channel zu starten, was für verschiedene Dinge man da machen muss alles. Und wenn du das einfach anfängst, dann kannst du dich da auch weiterentwickeln und dann wirst du auch merken, ob du Spaß dran hast oder nicht. Aber fang einfach an, fang einfach an, weil es ist speziell jetzt, wenn du es noch in der Oberstufe oder schon mit dem Abitur fertig bist, die eine Zeit, wo es am allerbesten ist, damit anzufangen. Weil du erstens die Zeit dazu hast, vor allem nach dem Abitur, du hast die Zeit dazu, du kannst dich ausprobieren, du hast keine Verpflichtungen. Das geht mega, mega gut. Und gleichzeitig befindet sich die ganze, das ganze, soziale, äh, ganze, ganze Social Media Zeug und so weiter genau in der Phase, wo, wenn du jetzt Gas gibst, du noch voll mit durchstarten kannst. Und deswegen fangt an, fangt an, fangt an, do it, do it, do it. Es ist deine Möglichkeit, mit deiner Leidenschaft Geld zu verdienen, anderen Leuten zu helfen und einfach deine Leidenschaft zu leben. Ich meine, wie krass, geil ist das denn bitte? Und bitte. Noch eine ganz andere eine wichtige Sache, weil das bei YouTube immer wieder großes Thema ist, fang niemals groß mit dem Fokus auf das Geld an. Das bedeutet natürlich, sollst du sollst YouTube Channel machen und kannst entweder ganz als Hobby machen, aber du kannst auch ähm, die Gedanken haben, damit dann mal Geld zu verdienen. Aber fokussiert euch nicht darauf, wie kann ich schnell Geld verdienen. Das ist vollkommen scheißegal. Worum es geht, ist, dass du dir ähm, eine Community aufbaust an vielen Leuten, die, den du wirklich hilfst, den du wirklich Mehrwert bringst. Und dann kann man immer mit. Es gibt so viele Möglichkeiten, mittlerweile Geld zu verdienen. Du kannst äh, Private Placements kennt ihr ja alle und so weiter. Du, du kannst auf Shows eingeladen werden. Es, es gibt so viele Dinge. Macht euch darum bitte keinen Kopf. Macht euch darum bitte keinen Kopf. Sondern fangt an, fangt mit eurer Leidenschaft an. Macht irgendwas, mit ihr wirklich Leuten weiterhelfen könnt. Und dann werdet ihr einfach sehen, was sich da auch als nächstes Jahr noch entwickeln wird und dann ähm, fände ich es mega geil, wenn mindestens eine Person von euch aufgrund von diesem Video damit angefangen hat ähm, und wir vielleicht mal später ein Video zusammen machen würden, das wäre doch mega geil und wenn es auch um Gartenzeuge geht, was weiß ich. <laughs> Auf jeden Fall startet durch, mein Motto wie immer, auch bei dieser Sache, ganz, ganz wichtig, ich glaube immer an euch. Wir sehen uns im nächsten Video, euer Leo. If it's my dream, I can't let none of these looks in a vein. No, my city's blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.